Hallo Walter, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, Dokumente mit farbigem Hintergrund zu drucken. Ich bin im Seitenlayout, hinterlege die Seitenfarbe. Die soll so grünlich aussehen. Wenn ich jetzt ganz normal in die Druckansicht gehe, habe ich ja das weiße Blatt. Wenn ich hier über Datei bei den Optionen bin und gehe auf Word-Optionen anzeigen, dann habe ich hier die Druckoption. Und wenn ich hier noch einen Haken setze, Hintergrundfarben und Bilder drucken, das mit OK bestätige, und gehe jetzt in meine Druckansicht, dann würde das Blatt jetzt auch mit diesem grünen Hintergrund gedruckt. Aber wie schon gesagt, finanziell gesehen rechnet sich das nicht. Ich würde farbiges Druckpapier kaufen und darauf drucken. Allemal günstiger, als ewig die Druckerpatronen aufzufüllen. Walter, wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch, danke und tschüss.